Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Let's Play. Und ja, es ist endlich soweit. Es geht los mit Assassin's Creed Odyssey. Es ist da. Ich darf es euch präsentieren hier als Let's Play. Ja, ich hab mich sehr drauf gefreut. Ich als Fan von Assassin's Creed der ersten Stunde sozusagen. Wirklich seit Teil 1 bin ich immer dabei gewesen bisher. Und vielleicht habt ihr ja auch mein Let's Play letztes Jahr gesehen, oder dieses Jahr ging es ja auch noch weiter, von Assassin's Creed Origins. Da habe ich ja euch ganze 150 Videos präsentiert, oder noch mehr als 150, weil ich da auch noch die DLCs gespielt habe. Und das hat mir so gut gefallen, dieses neue Assassin's Creed Origins, was sie da neu aufgezogen haben mit mehr Rollenspielelemente. Ich persönlich kann sagen, dass mir das sehr gefallen hat und ich habe mich daher sehr gefreut, dass es jetzt hier mit Assassin's Creed Odyssey nochmal mehr in diese Richtung geht, mit dieser großen Welt, die wir erkunden können. Das alte Griechenland, noch nie ging ein Assassin's Creed so weit in der Zeit zurück, 400 vor unserer Zeit, das alte Griechenland. Ich freue mich richtig drauf, auf den Spuren der ersten Zivilisation werden wir hier wandern und einiges wieder mehr erfahren über das ganze große Assassin's Creed-Universum. Ich freue mich mega drauf. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass ich mit Cassandra spielen werde. Denn Cassandra ist offiziell der Charakter, der zum Kanon gehört. Die Geschichte wurde sozusagen um sie herum gesponnen. Und ja, sie ist so der eigentliche Hauptcharakter, wenn ich das so bezeichnen dürfte. Natürlich kann man auch als Alexios spielen für die Leute, die lieber einen männlichen Charakter spielen möchten. Aber bei mir, ich finde das gar nicht so wichtig, bei einem Spiel männlich oder weiblich zu spielen. Für mich muss das einfach alles perfekt zur Geschichte passen. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass auch Alexios da sehr gut reinpasst. Ich habe mich aber diesmal dafür entschieden, mit der guten Cassandra zu spielen. Denn ich finde, das Assassin's Creed-Universum hat langsam auch mal einen richtig guten, starken weiblichen Charakter verdient. Einfach um da auch nochmal ein bisschen neuen Wind reinzubringen. Ja, ich habe schon damals bei Assassin's Creed Syndicate sehr, sehr gerne die Mission mit Phoebe gespielt. Oder mit Evie. Nicht mit Phoebe, mit Evie. Und fand das da auch sehr erfrischend, dann mal mit einem weiblichen Charakter zu spielen. Aber da konnte man ja nicht das ganze Spiel mit ihr spielen. So, aber jetzt genug gequatscht. Wir gehen auf neues Spiel. Und wenn ihr Lust habt, mich zu begleiten hier ins alte Griechenland, könnt ihr hier gerne täglich einschalten bei Assassin's Creed Odyssey. Ich würde mich freuen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Einleitung vom neuen Assassin's Creed Odyssey. Viel Spaß! Bereit, mein König. Sag dir, Nickes, bist du je mit deinem Sohn fischen gegangen? Nein, nie. Ich habe nur das Soldatenleben kennengelernt. Ich wäre gern mit meinem Sohn fischen gegangen. Aber nun... stellen wir uns unserem Schicksal. Spartiaten! Jeder eurer Atemzüge hat euch zu diesem Punkt gebracht. Jeder Tropfen Blut, Schweiß und Tränen, all das führte euch dahin, wo ihr steht. Hier und jetzt. Die Perser rücken an, um uns alle zu versklaven. Ich habe einen besseren Plan. Ich sage, wir huldigen den Göttern mit ihrem Blut. Was sagt ihr dazu, Spartiaten? Für unsere Söhne. Für unsere Töchter. Für Sparta. Ah!
Und da sind wir in der Tutorial-Mission von Assassin's Creed Odyssey. Wow, ey. Was für ein Anfang. Wir sind König Leonidas von Sparta und müssen die Invasion aus Persien hier abwehren. Die Schlacht an den Thermopylen wurde ja grandios verfilmt im Film 300. Und hier ändert natürlich auch gleich sehr viel daran, okay? Drücke L1 und X für deine Fähigkeit überrennen. Ach, okay, das neue Fähigkeitssystem. Ah, sieht man unten links, wenn ich jetzt L1 drücke. Dann wird das ein bisschen noch hervorgehoben. Dann kann ich mit Dreieck, Viereck, X und so verschiedene Fähigkeiten auswählen. Nehmen wir mal das Überrennen. Okay, er stürmt da vorne. Oh, die Abklingzeit ist aber mega schnell. Okay, und das ist der Tritt. Bam, das ist Sparta. So, dient natürlich jetzt alles schon mal dafür, um das Kampfsystem wieder ein bisschen neu kennenzulernen. Wir können Ausweichschläge machen hier mit Viereck ausweichen. Gegner habe ich jetzt festgesetzt oder ja, eingeloggt mit dem rechten Stick und kann hier mit Viereck um ihn herum tanzen mit Ausweichfähigkeiten. Ich kann natürlich auch Ausweichschläge machen, indem ich hier R1 für den leichten drücke oder R2 für einen schweren Angriff. Dieser Speersprung, ich finde ihn immer sehr stylisch. Oh, ich habe da doch gerade eine Fähigkeit wieder aktiviert. Scheint so eine Art Rage zu sein, wenn man sich die Farbe des Bildschirms mal anschaut. So, dann retten wir hier mal Sparta allgemein ganz Griechenland haben sie ja damit gerettet. Mit der Schlacht an den Thermopylen. 300 Spartiaten, die eine riesige Armee der Perser aufgehalten haben, indem sie einfach einen schmalen Gebirgspass ausnutzten, wo die riesige Armee einfach nicht ihre Stärke ausspielen konnte. Oh, der Größe hier, der... Da muss man schon ordentlich drauf einpieksen hier. Aber natürlich metzelt sich der gute Leonidas hier einfach mal eiskalt durch. Level 40 hier einfach mal schon, ey. Na, ein paar Fähigkeiten einsetzen. Was haben wir denn hier auf Dreieck? Oh! Ein Area of Effect Angriff. Haben wir alles mal um, was um uns herum steht, mit einem fetten Bodenstampfangriff. Nicht so schlecht. So. Machen wir hier mal die Großen ein wenig fertig. Das sind aber auch Schadenszahlen, die hier aufpoppen, ey. Bis wir selber so eine Schadenszahl dann mit unserem Charakter austeilen können. Wir werden sicherlich einige an Spielstunden vergehen. Ey, dreh dich um. So, den anvisieren lieber. Ja, die schweren Angriffe dauern schon so ein bisschen Zeit, bis er da ausholt mit dem Speer. Ach, guck mal, die Zeit verläuft dann auch langsamer. Interessant. Das ist die Vierecksfähigkeit gewesen. Okay. Töten wir hier nochmal beide. Ganz schön was los hier auf dem Schlachtfeld. Kümmerlicher Spartiat! Ich bringe Xerxes deinen Kopf! Kurush? Xerxes schickt seine Schafe zum Schlachter! Komm, Perser! Ich bringe Xerxes deinen Kopf, du törichter Spartiat! Okay. Komm und hol ich dir! Leonidas gegen Kurush? Ja, hat mir das wieder ein bisschen gelesen. Es fängt ähnlich an wie bei Assassin's Creed Origins, dass wir am Anfang einen Kampf haben gegen einen eher größeren Gegner, um das mit dem Einloggen und Ausweichen zu lernen. Und sein Schild kann ich jetzt durchbrechen, indem ich einen schweren Angriff mache, also mit R2. Ich spiele übrigens hier wieder auf meiner PlayStation 4 Pro, wenn ihr euch fragt, welche Plattform das ist. PlayStation 4 Pro.
wie auch Assassin's Creed Origins. Wow! Habe ich ihn fast von der Klippe gestoßen? Wie witzig. Kann ich doch hier hinterher treten, oder? Okay, da war der Pfosten im Weg. Okay, ich muss also immer erstmal bei ihm einen schweren Schlag machen, damit sein Schild durchbrochen wird. Und dann kann ich... Und dann kann ich auch leicht hinterher setzen. Spartas Söhne sterben lieber! Ja, ausweichen. Das lässt sich arrangieren. Ohne deine Armee bist du nicht mehr so vorlaut, was? Warum blutest du dann so stark? Ja, du blutest wirklich sehr stark. Stärker als ich auf jeden Fall. Kannst du mal hier einen Tritt fressen? Und hinterher springen? Ah, da blockt er leider schon wieder. Kriegt er sein Schild schnell hoch, der Gute. Der gute Kurusch. Komm schon. Und da geht er down. Kein Gegner für einen Spartiaten. Genau. Spartiaten werden für die Schlacht geboren und ausgebildet von Kind auf. Wir wurden verraten, mein König. Xerxes weiß von dem geheimen Gebirgspfad. Sie kommen. Bis zum Morgen seid ihr komplett umzingelt. Wir sind Spartiaten. Wann sind wir es nicht? Spartiaten? Dieses Wort wird nichts mehr bedeuten. Wenn Xerxes euch vom Angesicht der Erde... Alter! Den heutigen Tag werden die Perser niemals vergessen! Und dann morgen wird sich die ganze Welt erinnern! Okay, alter Schwede, das geht ja aber ganz schön heftig los gleich. Oh, Layla. Layla Hassan. Gleich am Anfang schon? Interessant. Wow, das ist krass, Layla. Glaubst du wirklich, das ist der Speer? Oh ja, das ist er. Und das Buch lag fast genau darüber. Ich hatte noch nie so viel Glück in meinem Leben. Okay. Los geht's. Willst du dem Ding wirklich trauen? Ich meine, das Buch könnte... Fein hoch, Victoria. Du bist der Boss, Boss. Ich bereite alles vor. Okay, gut, pass auf. Ich habe seit dem letzten Mal ein paar Änderungen vorgenommen. Mit der modernen Technik kann man einfach nicht Schritt halten. Ich kann die Simulation auf die maximale sensorische Synchronisation einstellen, wenn du möchtest. Layla und Victoria in der Gegenwart. Ja, der Animus hier noch wieder ein bisschen mehr ausgebaut. Und da bin ich echt mal gespannt, wie sie die Sachen von Origins hier noch mit übernehmen. Also wir haben wieder Layla Hassan hier dabei in der Gegenwartsgeschichte, die ja auch schon die Geschichte von Assassin's Creed Origins erforscht hat. Und sie hatte da ja den Animus auch schon modifiziert, dass sie Sachen nicht nur erleben konnte in den Erinnerungssträngen, sondern dass sie auch Sachen beeinflussen konnte. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das neue Entscheidungssystem, was man hier in den Dialogen machen kann, so ein bisschen damit zusammenhängt, dass sie den Animus dahin hinauf modifiziert haben. Layla Hassan, also wieder hier auch in der Gegenwartsgeschichte die Hauptperson in Assassin's Creed Odyssey. So, wir lassen erstmal auf normal. Nach dem anderen. Verstanden. Wenn du das alles etwas intensiver erleben willst, kann ich die Einstellung auch später noch anpassen. Hier legst du fest, wie viele Informationen ich dir einspeisen soll, während du im Animus bist. Okay. Gameplay-Modus wählen. Der geführte Modus. Ein eher traditionelles Spielerlebnis. Marker werden zu jeder Zeit angezeigt und Questziele erhältst du automatisch.
Und dann hatten wir hier den Erforschungsmodus. Ein neuer Ansatz. Du musst die Welt selbst erforschen, um Zielpersonen und Questziele aufzudecken. Dies ist das Spielerlebnis, das wir für Assassin's Creed Odyssey vorgesehen haben. Okay, das ist also der neue Ansatz. Bei Origins war das noch eher der geführte Modus, wo wir auch die Questmarker dann immer auf der Karte gesehen haben. Für Odyssey haben sie also das hier vorgesehen. Also, wenn Ubisoft das vorgesehen hat, werden wir das natürlich mitmachen, um auch das neue Spielerlebnis mal ja, zu erleben, um zu schauen, welche Verbesserungen es da gibt. Sicherlich ganz nett gemacht, um selber auf Erforschungstour zu gehen. Ich werde mich dafür entscheiden. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich komme klar. Ein bisschen Unabhängigkeit hat noch keinem geschadet. Zumindest glaube ich das. Gib einfach Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Ich kann die Hilfen jederzeit wieder einschalten. Hör mal, Layla, bevor du da reingehst. Wenn dieses Buch recht hat, werden der Speer und die Geschichte alles verändern. Du setzt viel Vertrauen in eine ziemlich unzuverlässige Quelle. Historiker oder nicht, dieser Typ schrieb über magische Objekte und den Willen der Götter. Herodotos ist nicht Homer, sondern der erste Geschichtsschreiber und in diesem Text steckt mehr Wahrheit, als du vielleicht glaubst. Wem sollten wir bei der Suche nach ISO-Artefakten mehr glauben, als dem Mann, der sagt, er hätte einen ihrer Nachfahren getroffen? Ich weiß aber, du musst mir vertrauen. Vielleicht hast du recht und dieser Speer und das Buch haben nichts zu bedeuten. Aber etwas sagt mir, dass es nicht so ist. Und ich werde Abstergo nicht den Vortritt lassen. Du hast recht, wir haben sowieso nichts zu verlieren. Es gibt nur ein kleines Problem. Und das wäre? Das Manuskript ist in schlechtem Zustand, gelinde gesagt. Und die DNA auf dem Speer konnte zwei Personen zugeordnet werden. Du musst dich für einen der beiden DNA-Stränge entscheiden. Die Wahl liegt bei dir. Und da können wir uns jetzt entscheiden zwischen Alexios und Cassandra. Aber das klang eben schon mal interessant. Sie sind also auf der Spur von einem richtigen Nachfahren der ISO, von der ersten Zivilisation, ein richtiger Nachfahre. Und da, um so einen zu treffen, muss man natürlich sehr, sehr weit in der Zeit zurück. Und deswegen befinden wir uns hier bei Assassin's Creed Odyssey 400 vor Christus. So, Suchergebnis, zwei Treffer gefunden, wähle mit Bedacht. Du kannst deine Charakterentscheidung später nicht mehr ändern. Ja, wir können es nicht mehr ändern. Jetzt legen wir fest, mit wem wir spielen möchten. Ich möchte aber die schöne Cassandra spielen. Sie wird uns helfen zu finden, wonach wir suchen. Ich habe da ein gutes Gefühl. Alles klar, Boss, dann können wir anfangen. 431 vor unserer Zeit. Wir kommen. Der Beginn des Peloponnesischen Krieges. Viel Glück da drin. Ich will dir keinen Druck machen, aber es hängt alles von dir ab. Diesmal wird Abstergo nicht gewinnen. Wenn dieses Buch recht hat und wir das Artefakt wirklich finden, können die Assassinen endlich zu alter Stärke zurückfinden. Du schaffst das schon. Oh, und Victoria? Lies das Buch. Es enthält Geheimnisse, die ich alleine nicht finden werde, wenn ich da drin bin. Aye, aye, Captain. Komm her, du! Da ist die wunderschöne Cassandra. Der Zyklop hat eine Nachricht für dich. Sag deinem Boss, die kann er sich in seinen... Für letzte Woche! Malaka! Wem denn die hier Arschgesicht? Okay. Sagte, du Bonusinhalte freigeschaltet. Dann sei hart! Komm okay. Etwas näher, dann erlebst du es. Du solltest mittlerweile wissen, dass der Zyklop seine Schulden immer eintreibt. Du musst deine Lektion lernen. Wenn der Zyklop mich etwas lehren will,
dann soll er selbst herkommen. Genau. Leg dich nicht mit dem Zyklopen an. Klingt nach so einem Gangsterboss. Ganz schön drahtig, die Cassandra, ey, wenn man sich die Arme mal anschaut. Gut trainiert auf jeden Fall, aber hat auch schon einiges durchlebt, wenn man sich die ganzen Narben anschaut und so. Hui. Krass. Okay. So, dann wählen wir hier mal die Ziele an mit R3 und wir können auch einfach hin und her wechseln zwischen den beiden. Parieren. Ui, beide. Ui, das ist aber interessant. Parieren, mit, dass man zwei Tasten drücken muss. L1 und R1 zum Parieren. Dann muss ich mich gewöhnen, glaube ich. Zwei Tasten zu drücken fürs Parieren. Aber cool, dass man das hier gleich am Anfang lernt. Nicht schlecht. Und dann hacken wir hier mal den guten weg. In der Nebenhand den kleinen abgebrochenen Speer des Leonidas. Sozusagen benutzt sie das fast schon als Dolchspitze. Fähigkeiten haben wir noch gar keine. Wir stehen hier auch am Anfang mit der guten. Letzte Woche? Diese Scheiße passiert jede Woche. Ich kann so nicht weitermachen. Ach, danke für die Warnung. Ach. Was ist mit dir passiert? Gar nichts, Phoebe. Es ist alles wieder gut. Wieder der Zyklop, oder? Hat er seine Lektion noch nicht gelernt? Offensichtlich nicht. Na klar, bedien dich ruhig. Hast du auch Hunger, Ikaros? Meinst du, Zeus wird mich auch mit einem Adler segnen, so wie er dich gesegnet hat, Cassandra? Vielleicht kannst du ihn für mich darum bitten. Und da können wir jetzt zum allerersten Mal selber entscheiden, wie wir antworten möchten hier in Assassin's Creed Odyssey. Schönes Standbild hier da so. Also mir gefällt das schon optisch natürlich wieder sehr, sehr gut. Und Cassandra macht einen sympathischen Eindruck, finde ich. Muss sich durchschlagen hier in der Männerwelt und macht das, glaube ich, auch schon sehr erfolgreich. Okay, nicht das wieder. Oder ich werde Zeus für dich fragen. Nehmen wir das hier. Freut sie sich. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Endlich. Also, was hat dich hergeführt? Oh, das hätte ich fast vergessen. Markus sucht nach dir. Ach, was will dieses Wiesel jetzt wieder? Ich weiß nicht. Er will dich in seinem neuen Haus treffen. Auf seinem Weingut. Was? Ein Weingut? Malaka! Das Gut liegt auf dem Weg nach Sami. Er sagt, der Wein wird ihn reich machen. Okay. Malaka werden wir sicherlich hier in dem Teil von Assassin's Creed häufiger hören. Jetzt wurde es schon zweimal verwendet und bei beiden eine andere Übersetzung genommen. Einmal Arschloch, jetzt Vollidiot. Aber man kann es sehr vielseitig einsetzen. Sehr, sehr witzig auf jeden Fall. Okay. Seit wann hat Markus denn ein Weingut? Seit wann gehört ihm ein Weingut? Seit gestern, glaube ich. Also, Markus, der mir noch Drachmen schuldet, kauft ein Weingut? Von welchem Geld? Weiß nicht. Tja, nicht von meinem Geld auf jeden Fall. Wo kann ich Markus neues, schönes Anwesen finden? Kennst du die Statue des Zeus auf dem Einos? Es ist südlich von dort. Okay, vielen Dank. Okay, da wir Erforschermodus genommen haben, um die Welt selber zu entdecken, kann ich mir jetzt ziemlich gut vorstellen, dass wir jetzt keine Questmarkierung finden, wo wir Markus Dorf finden oder sein Haus, sondern dass wir jetzt genau hinhören mussten, was sie gesagt hat, dass wir nämlich zur Statue gehen und von da aus dann weiter um das Haus zu finden. Okay, ich werde ihn besuchen. Nun. Ich denke, ich schulde Markus einen kleinen Besuch. Danke, Phoebe.
Ich werde Markus sagen, dass du kommst. Ein Drachme für die Kleine. Oh, mein Kopf. Entscheidungen. Die Entscheidungen, die du triffst, haben offensichtliche und verborgene Konsequenzen. Wege sie daher gut ab, da sich manche auf die Story auswirken und dauerhafte Folgen haben. Okay. Verschwindet oder ihr seid tot. Ja, das sind doch nur blöde Schläger, die hier, glaube ich, ja, einmal die Woche auftauchen und wieder verdroschen werden. Für die, für den brauchen wir, glaube ich, keine weitere Furcht haben. Verschwindet einfach. Genug jetzt. Sagt diesem einäugigen Irren, wenn er euch nochmal schickt, schneide ich ihm sein anderes Auge auch heraus und verfüttere es an meinen Vogel. Ich treffe Markus, sobald ich angezogen bin. Sobald du angezogen bist? Clubbelohnung freigeschaltet. Mehrere Gegenstände wurden deinem Inventar hinzugefügt. Dankeschön. Ich finde dich eigentlich schon ganz gut angezogen. Passt doch zum Wetter, oder? Okay, hol dir deine Ausrüstung. Ich schau mal kurz auf die Karte. Die möchte ich auch mal sehen. Oh, ein antiker Stil hier mit der Karte. Sieht aus wie so ein Wandgemälde. Auch mit den Zeichnungen da drauf. Das ist cool. So fängt es an. Quest, empfohlene Stufe 1. Unsere Geschichte begann auf der abgelegenen Insel Kefalenia, wo Cassandra von zwei Gruppen begrüßt wurde. Eine war freundlich, eine nicht. Beide hatten neue Informationen für sie. Zwei Gruppen? Eigentlich habe ich nur die eine Gruppe gesehen, die mir da gleich eine in die Schnauze gehauen hat. Und Phoebe, die ganz nett war. Okay, nicht mehr verfolgen, aber wir haben sie noch verfolgt. So. Okay, oha, oha, oha. Ähnlich groß wie Origins. Aber man sieht natürlich den klaren Unterschied. Wir befinden uns hier in Griechenland. Das heißt, es sind mehr Wasserstraßen da und mehr kleinere Inseln. Das war in Ägypten ja ein bisschen anders. Da gab es ja auch viele, viele größere Wüstengebiete. Okay, und wir befinden uns auf dieser Insel hier, Level 1 bis 5. Fotosystem ist auch wieder drin, das fand ich bei Assassin's Creed Origins schon sehr, sehr geil. Da spielt jemand mit Alexios. Und da ist auch die große Zeus-Statue, wo wir uns auch hinbegeben müssen. Ruinen von Kranoi sind da oben auch noch. Okay, und wir befinden uns hier. So fängt es also an. So, dann holen wir uns mal unsere Ausrüstung. Ist die oben? Ja, da haben wir die Kiste. Sehr schön. Sehen wir das an. Okay. Inventarmenü öffnen. Mit der Optionstaste. Was haben wir hier? Beutel durchsuchen. Zerbrochener Bogen. Er mag ein besonders treuer Bogen sein, aber er ist zerbrochen und muss repariert werden. Okay, müssen wir vielleicht erstmal einen Schmied finden. Allerdings habe ich auch noch einen Bogen aus dem Ubisoft Club. Benötigt aber Stufe 5. Was haben wir hier noch? Auch für Stufe 5 hätte ich dann noch andere Sachen dabei. Im Moment haben wir einfach nur ein Banditenschwert. Gewöhnlich für 14 Schaden pro Sekunde. Wir können da sogar vom Schmied eine Gravur einfügen. Gibt es wahrscheinlich noch extra Elemente, die das dann noch verbessern. So, Rüstung benötigt Stufe 5. Prachtvolle mykenische Armschienen, die ich auch aus dem Ubisoft Club habe. Können wir alle noch nicht tragen. Was haben wir denn hier? Ah, da können wir was anfangen. Mystios Tunica. Torso, gewöhnlich 6 Rüstung. Ah, einfach nur so ein Schultergurt. Okay. Ah, wir können sie auch drehen hier und das dann begutachten. Sehr cool. Untenrum dann auch noch was. Genau. Und der Gürtel dazu. Für die Hüfte 6 Rüstung. Plus 4% Kriegerschaden. Das sind wahrscheinlich dann die drei Skillbäume, die wir hier wählen können. Man soll diesmal... Oh, Stiefel hat sie nicht. Man soll diesmal sogar es nicht unbedingt hinbekommen, alle Fähigkeiten lernen zu können.
Da bin ich mal gespannt, ob das wirklich so ist. Für mich sieht es jetzt auf den ersten Blick gar nicht viel aus. In Origins hatte ich alles gelernt, aber hier sagen sie, man soll da versuchen, sich mehr ein bisschen zu spezialisieren und nur das lernen, was man auch wirklich dann für seine eigene Spielweise braucht und benutzen möchte. Höhere Stufen erreichen, verdiene EP, um eine Stufe aufzusteigen und einen Fähigkeitspunkt zu erhalten, den du für Fähigkeiten ausgeben kannst. Neue Fähigkeiten werden nach und nach freigeschaltet und können später sogar verbessert werden. Jo. Ich habe natürlich noch keine Fähigkeitspunkte. Wir können den Pfad des Jägers wählen, da sind sehr viele Bogenfähigkeiten drin. Wir können den Pfad des Kriegers wählen, wenn wir fett im Nahkampf kämpfen wollen. Hier haben wir auch den Spaziatentritt. Das ist Sparta. Oh, der fliegt aber ganz schön die Klippe runter, wenn man das mal sieht. Guck dir das mal an. Einfach mal 20 Meter nach vorne treten, ey. Und der Pfad des Attentäters, wenn wir auch ein bisschen uns im Schatten bewegen wollen, um die Leute zu meucheln. In Assassin-Style. So. Wir haben unsere Ausrüstung. Das nennt sie also sich anziehen. Interessant. Sieht aber stylisch aus. Ich mag Cassandra jetzt schon. So, finde Markus und rede mit ihm, haben wir als Aufgabe. Oh, er befindet sich auf der Südseite des Berges Enos. Oder Inos. Also da hinten lang. Aber hier gibt es bestimmt noch mehr zu sehen in der näheren Umgebung. Da sehen wir nämlich schon weitere Fragezeichen auf der Karte. Ziele ausmachen. Spüre das nächste Ziel mit Hilfe von Questhinweisen oben links auf dem Bildschirm und Informationen auf der Weltkarte auf. Sobald du dich für einen Ort entschieden hast, den du erkunden willst, drücke X, um eine Markierung auf der Karte zu platzieren. Hab Dank. Ein Bild von Yorgi. So. Noch sehe ich da keine weiteren Markierungen, aber wenn wir hier mal auf den Kompass schauen, haben wir da zum Beispiel in 136 Metern ein Fragezeichen, da in 300 Metern und da auch nochmal in 145. So, ich freue mich, diese Welt zu erkunden. Ich hoffe, ihr habt Lust, hier täglich dabei zu sein bei Assassin's Creed Odyssey. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch diese erste Episode von mir gefallen hat. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr da wart und hoffe, dass ihr auch morgen wieder mit hier am Start seid. Dankeschön fürs Einschalten und bis morgen zur nächsten Folge von Assassin's Creed. Macht's gut!